Freunde der virtuellen Realität, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zum Thema PlayStation VR. Ja, die VR ist am 13. Oktober in Deutschland erschienen und kostet derzeit 399 Euro. Sony hat im Vorfeld extrem viele Bestellungen zugelassen. Somit war die VR natürlich auch eine ganze Zeit ausverkauft. Weiß jetzt nicht, wie es bis heute ist. Ich glaube, sie ist immer noch relativ schwer zu bekommen. Man muss doch recht gut gucken, auch in den Saturn und Mediamärkten. Gut, da kann man vielleicht mal Glück haben. Ja, bis heute hat Sony keine Werbung für ihr Produkt gemacht und hält sich auch ziemlich bedeckt in Bezug auf die dringend erforderliche Software, die natürlich auch zum Erfolg des Produkts beiträgt. Wir wollen uns mal die Spiele so ein bisschen anschauen, die dann überhaupt so erschienen sind oder die noch erscheinen werden. Da fällt mir natürlich als erstes mein persönlicher Favorit ein, Rush of Blood. Finde ich immer noch das beste Spiel für die VR. Dieses Geisterbahnspiel. Was haben wir hier? Vector 36 ist mir so kein Begriff. Ist von Red River Studio. Visage von Set Square Studio kenne ich auch nicht. Ich kann mich auch noch an Wayward Sky erinnern. Das habe ich auch auf meinem Kanal kurz Let's Play, wo ich verschiedene Sachen mit so einem kleinen Männchen steuer und halt durch die Gegend lauf. Ja, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Eve Valkyrie fällt mir noch ein. Das ist auch ein Weltraum-Shooter. Da habe ich allerdings nicht lange durchgehalten, weil mir so übel geworden ist. The Brookhaven Experiment habe ich ja auch auf Kanal Let's Play. Ist auch einer der etwas besseren Indie-Spiele. Ist ein Horror-Shooter von Phosphor. Das Spiel ist nicht schlecht. Ist praktisch so ein Horror-Survival-Zombie-Shooter, wo ich eine Waffe in die Hand bekomme und dann Zombies totschießen muss. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber ich sag mal, nach ein, zwei Stunden ist man da also auch ziemlich schnell mit durch. Dann ist für 2017 auch noch Tekken 7 angedacht, das ist ein Prügelspiel. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, wie das funktionieren soll, ob ich dann den Probanden mit der Brille hin und her bewegen soll. Hearsay Lie war auch noch ein recht gutes Spiel, aber auch da ist mir relativ schnell schlecht geworden, obwohl das, sag ich mal, von der Grafik her doch recht schlecht war. War durch die Steuerung und durch die dunklen Kulissen und die recht gute Story war das eigentlich ein recht anständiges Spiel. Aber auch dieses Spiel ist eine recht kurze Unterhaltung. Nach 3 Stunden spätestens ist man damit durch. Ist also auch kein AAA-Titel. Ja, das sind alles Spiele, die nicht schlecht sind. Das sind Indie-Spiele. Das klingt alles so ein bisschen nach PlayStation Plus hier, finde ich. Was ich auch bis heute nicht verstehen kann, warum die VR-Spiele, warum Sony nicht ein paar VR-Spiele aus dem PlayStation Plus mit anbietet. Wieso werden nicht PlayStation Vita, die sowieso tot ist, sagen wir mal statt der PlayStation Vita, oder die PlayStation 3 ist auch tot, wieso macht man nicht PlayStation 4 oder man macht noch einen PlayStation 3 Titel und macht einen VR-Titel damit zu? Das ist Werbung und man animiert die Leute dazu, eine VR-Brille zu kaufen. Ich kann es nicht verstehen. Also es ist unverständlich, warum Sony da so luschig mit ist. Ja, so der erste große Titel, der dann eigentlich kommt, Januar am 24.01. ist dann Resident Evil. Resident Evil, da habe ich auch die Demo schon zu gespielt. Das ist der ganz große Hoffnungsträger der VR-Brille von Sony. Werde ich mir also auch bei Gelegenheit noch zulegen. Das ist ein Horrorspiel von Capcom. Also das ist eine der ganz großen Spiele, AAA-Spiele, die für die Brille jetzt demnächst rauskommen. Zu diesem Zeitpunkt, der 23. heute, wird das also morgen sein. Die PlayStation VR ist ja Ende Oktober erschienen. Am 13. Oktober hatte ich ja auch schon kurz erwähnt. Und diese habe ich dann natürlich erst mit der alten PlayStation getestet, mit der PS4. Und im November dann mit der neuen PlayStation Pro. Besonders positiv ist mir im Betrieb mit der PlayStation Pro jetzt aufgefallen, dass sich doch der Fliegengitter-Effekt und auch die Grafik, das hängt ja auch so ein bisschen zusammen, doch recht gut verbessert haben. Und gerade ich als Brillenträger bin also auch besonders vom Tragekomfort der VR angetan. Ja, der Tragekomfort und auch die vielen Verstellmöglichkeiten kann ich jetzt wirklich nur als herausragend bezeichnen. Da ich auch die Oculus Rift und die Vive getestet habe,
kann ich sagen, als Brillenträger ist man da doch ziemlich schlecht beraten. Ja, Sony hat mit der VR wirklich eine tolle Möglichkeit geschaffen. Das kann ich also sagen. Ich bin von der Brille wirklich begeistert. Und sie können damit natürlich auch die breite Masse ansprechen, da die PlayStation 4 ja auch ein sehr großes Forum hat. Aber was nützen alle diese tollen Möglichkeiten, wenn es dazu keine guten Spiele gibt? Die, auf die warte ich bisher, denn besonders viel ist da noch nicht passiert. Im Moment fallen mir, wie gesagt, Batman und Rush of Blood ein. Das sind so die herausragenden Geschichten von VR. Und vielleicht noch der Call of Duty. Das ist aber auch nur eine Demo. Die Call of Duty Demo in diesem Düsenflieger, die war also auch recht schön. Und ja, der große Hoffnungsschimmer liegt, wie gesagt, auf dem Horror-Klassiker Resident Evil. Und ich denke mal, das wird auch was werden mit dem Spiel, aber ein Spiel, das reicht natürlich nicht. Wenn ich mir das Line-Up von 2017 so anschaue, dann sehe ich unendlich viele Indie-Games, habe ich ja eben auch schon erwähnt. Sehr viele Demos, die man natürlich nach 1 bis 2 Stunden dann auch schon satt hat und die auch dann schon so ein bisschen den Reiz verloren haben. Das geht natürlich nicht. Deswegen sehe ich die Zukunft der VR auch etwas mit Sorge. Und habe die Befürchtung, dass die PlayStation VR wieder so ein Move-Flop wird. Wer sich da noch dran erinnern kann, an die Move, PlayStation Move, auch eigentlich kein schlechtes System, aber das Ding ist also auch relativ schnell wieder vom Fenster verschwunden gewesen. Ja, es wird Zeit, dass Sony aus dem Winterschlaf erwacht und da langsam mal ein bisschen Unterstützung bringt. Vielleicht wäre auch mal ein Update ganz schön für die Box, dass man da so ein bisschen eine YouTube-Unterstützung reinbringt und da dann so ein paar Videos gucken kann. Das langt nicht. Das langt einfach nicht. Das System braucht bessere Spiele und eine bessere Unterstützung. Und Werbung wäre vielleicht auch nicht so schlecht, nicht so falsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, die VR wieder zu verkaufen, da das System einfach hier nur rumliegt und aus Mangel an guter Software einfach. Ich finde die Brille einfach eigentlich klasse und bis auf ein paar negative Sachen, die mir so jetzt persönlich aufgefallen sind, weiß ich nicht, ob die Brille da was dafür kann. Ich habe also schon 2-3 Mal doch recht heftige Kopfschmerzen gekriegt, aber das ist natürlich bei jedem auch bei jedem Typo auch anders. Mag sein, dass andere da gar keine Probleme mit haben. Aber jetzt interessiert mich natürlich ganz brennend, wie ist eure Meinung? Das ist ganz wichtig, das schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Wie seht ihr die Zukunft der VR? Und wie zufrieden seid ihr vor allen Dingen mit den Spielen? Das System ist jetzt seit dem 13. Oktober auf dem Markt. Seid ihr mit der Unterstützung von Sony zufrieden? Was ist mit Updates? Das sind alles Fragen, die möchte ich euch mal stellen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen sehr freuen. Und wenn ihr mehr Videos zu dem Thema sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wunderschönen Monat, was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.